Kalli Feldkamp. Kein anderer Trainer hat es geschafft, mit drei verschiedenen Vereinen DFB-Pokalsieger zu werden. Der erste davon war sicherlich der überraschendste. Bundesliga-Aufsteiger Bayer Uerdingen gegen den Rekordchampion aus München. Seit diesem Endspiel ist Berlin Dauerfinalort. Hoeneß für die Bayern. Eine Körpertäuschung und die gesamte Abwehr des Gegners ist aus dem Spiel genommen. Udo Lattek, auch dreimaliger Cup-Gewinner, immer mit den Bayern, bestaunt die Beweglichkeit der Mittelstürmerkante Dieter Hoeneß. Der Werksklub aus dem Krefelder Stadtteil bewahrt sich die Leichtigkeit des Außenseiters. Gudmundsson, Pfalzer völlig frei mit Schmackes zum 1:1. Und so freuen sich Underdogs. Augenthaler ist mit dem Hinterkopf unfreiwilliger Pfalzer Assistent. Ein Halbzeitstand, der Matthäus und Co. noch nicht verwirrt. Aber die Ballverluste häufen sich, da kommt man auch mal zu spät in einem Zweikampf, wie Dremmler den Schiedsrichter Vöckler aus Weisenheim sofort mit Rot bestraft. Zumindest keine Bayern-Ehrfurcht steckt in dieser Entscheidung. Matthias Herget baut das Uerdinger Spiel von hinten mit viel Übersicht auf. Und vorne gibt's ja noch Wolfgang. Wolfgang Schäfer, 2:1. Er wird sich später Kapp mit zweitem Vornamen nennen. Und dass er mit dem Pokal im Bett geschlafen hat, ist auch unbestrittene Legende. Weder von Eder noch von Raimund Aumann zu stoppen. Wolfgang Kapp Schäfer. Und Lothar Matthäus, der lernt die Absätze eines gewissen Peter Lohnziens kennen. Uerdingen spürt mit jeder Minute mehr. Heute geht was wieder Lohnziens. Die Führung längst nicht mehr verwunderlich, sondern verdient. Diese Leidenschaft prägt eine ganze Ära. Unvergessen das 7:4 über Dynamo Dresden im darauffolgenden Europapokaljahr. Nach 1:4 Hinspielrückstand. Werner Vollack. Nichts bringt den Außenseiter aus der Spur. Auch nicht diese Verlegenheitsflanke Lerbis, die Karriere als Torschuss macht. Es bleibt beim 2:1 eine Sensation. Der Glaube kann Pokalberge versetzen. Mann, ich hab dir's gesagt! Ich wusste! Die Uerdinger waren stärker im Zweikampfverhalten und haben mehr Zweikämpfe gewonnen und haben dadurch das Spiel gewonnen und entschieden. Waren Sie ein bisschen kraftlos? Kann man nicht sagen, ne? Aber irgendwo haben wir zu viel vielleicht Respekt gehabt vor den Uerdinger, weil die von Anfang an gleich viel Dampf gemacht haben. Bayern, der Glücklichere oder der Bessere hat heute gewonnen. Wir haben uns von vornherein gesagt, wir haben nur eine Chance gegen die Bayern, wenn man von vornherein zumachen, Vorchecking spielen und dann packen wir so. Und wir waren uns sicher, dass wir auf die Art schaffen können und wir haben es geschafft. Ich glaube, dass wir frech nach vorne gespielt haben, keine Angst vor den Bayern gehabt haben und dann natürlich, dass die Bayern in der 60. Minute den Dremmler durch Platzverweis verloren haben. Das war für uns natürlich ein Vorteil. Ich glaube, dass die Uerdinger heute verdient das Spiel gewonnen haben. Mehr ist, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Bayern wollte gewinnen. Bayer war heiß auf den Sieg. Der kleine Unterschied im Mai.